Herzlich willkommen zu Avatar Frontiers of Pandora. Ich bin Chetim81 und mit dabei ist wieder die Hani. Hallöchen! Außerdem haben wir natürlich wieder Winnie als Moderator mit an Bord. Guten Abend zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin schon gespannt, wie es heute weitergeht, was wir machen werden. Wissen wir noch nicht so genau. Ich denke, wir werden uns einfach mal ein bisschen umgucken. Hardings Truppen haben einen Sakru getötet. Aber du! Och, jetzt zappelt sie wieder. Darum geht es nicht. Die Sesua wollen Rache. Minang möchte die Hilfe des Widerstands. Sie sind Verbündete. Schwemi, komm mal mit. Wieso, was denn? Ich will mal gucken, ob hier so ein... Oh, das ist aber schön bewachsen hier. Ich suche hier so ein Ast. Du weißt ja, ich muss ja nebenbei die Quests extra machen hier mit dem Abgeben, damit ich auch die ganzen Dings bekomme. Und ich brauche hier so einen Ast. Ich muss irgendwo so einen Ast hier abgeben. Ah, hier ist einer. Die Sesua sind starke Verbündete, Daylan. Wir arbeiten zusammen. Wäre das denn nicht ein guter Zeitpunkt, um zu verhandeln? Weil wir so stark sind und so. Was die RDA getan hat, war schlimm. Sogar für die RDA. Was nun, nicht die richtige Qualität, Harry? Nee. Nicht die richtige Farbe dabei. Nee, weil das olle Pulver hier, der Staub hat gefehlt. Sie möchten das aber tun. Uns helfen, jetzt. Pandora zu befreien. Ich will nur nicht, dass Leute verletzt werden. Immer noch nicht. Oh. Hier ist noch einer. Oder? Ja. Dämmerblatt. Okay. Beste Qualität Regen. Nee, Blutblattpollen müssen da durch die Gegend wedeln. Aber die sind doch hier unterwegs, das verstehe ich nicht. Die wehen doch hier. Was brauchst du jetzt von denen hier, die Äste? Ja, das steht in Besser. Ja, schon. Solange die RDA hier ihr Unwesen treibt. Werde sich erhebt und Pandora verteidigt. Ich glaube, die hier bei diesem... Süden-Tochter-Beckeninsel... In der Höhe. Was ist mit dem Wider? Der ist auch nur gut. Na, ist egal. Naja, ich würde sagen, wir decken einfach mal ein bisschen auf, oder? Wo sind wir überhaupt? Ach, hier. Wir hatten ja den Turm noch gemacht, ne? Diesen Delta-Turm hier. Genau. Hier haben wir den nächsten Turm. Oh ja, den machen wir mal auch gleich, ne? Dann decken wir auch gleich auf. Sie wäre gerne eine von uns. Da hinten ich ist er. Ich oft, dass so, sie es nicht gedacht. Ist. Sie war die einzige Erwachsene, die aussah wie wir. Deine Wurzeln wurden früh in den falschen Boden verstanden. Du hast aber schon ein bisschen weg, ne? Meine wurden im Kampf durch den Boden wandere ich. Ich hab immer noch die Hoffnung, ich krieg nur so einen Ast. Gefunden? Ich erzähle es dir irgendwann, aber nicht über dieses Spielzeug. Und ich habe auch die Befürchtung, dass uns unterwegs hier noch so ein kleiner Trupp vielleicht irgendwo auflauert, weißt du? Winnie? Ein Kilometer. Was? Du pustest gerade wieder mit Luft so. Also. Schade, da war ein Pferdchen. Da war ein Pferdchen. Ach ja, das könnten wir ja eigentlich auch mal machen, ne? Ja. Vielleicht kommt uns ja gleich eins entgegen. Warte mal, wir laufen mal hier hoch. Heilbeutel voll. Oh, hier, ich sehe eins. Potti. Besänftigen. Wow, ja, bleib ruhig. Genau so. So, hier fliegen gerade die Pollen durch die Gegend. Den teste ich nochmal hier an diesem komischen Bäumchen hier. Da ist gar kein Ast dran, ne? Frechheit. Ich bin fast da, jetzt brauche ich auch kein Pferd mehr. Ich habe eins. Das ist schön. Mir ist leider... Oh! Schön.
Oh, hüpfen kannst du auch. Oh, auch wieder nur gut. Mann, Neo, was soll denn das? Na, ich denke, du musst die am richtigen Ort pflücken. Ja, das kann sein. Hüa! Oh, hier unten ist es schon. Ich glaube, ich steig mal ab. Ja, Bogen. Ich versuche mal ein bisschen dichter ranzukommen. Ja, ich auch. Ich sehe da gerade ein Menschlein. Ich sehe da mehrere. Na, ich habe hier noch einen fetten. Ja, den sehe ich jetzt auch. Da ist noch einer. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen rum. Das ist mir noch nichts hier auf der Ecke. Echt? Oh, wer hat uns denn jetzt gesehen? Ich habe schon den ersten Menschen erledigen wollen. Keine Überlebende, sagt er. So, den Fetten habe ich außer Gefecht gesetzt. Na, hier hinten ist aber noch einer. Oh, da ist noch einer. Das ist ja nicht schon nett. Oh, wer war das denn jetzt? Der steht da an der Ecke. Der ist jetzt gerade hier reingelaufen in dieses Ding. Ich wollte ihn gerade erschießen, aber der ist ja leider da reingelaufen. Nee, ich meinte mit der Blendgranate, wer das war. Ja, ja, das war der Typ. Ich habe das gesehen, wie er die geworfen hat. Ja, ja, ich habe das gesehen. Oh, wisst ihr was, Leute? Ich sabotiere nebenbei schon mal, nicht? Genau. Das sind andere Krippelzeug, das hat alles schon weg. Ich weiß nicht, hier ist keiner mehr. Hallo! Hier waren sind aber Sie? eben noch zwei drauf. Oder hä? Nicht? Doch, hier hinten in der Ecke. Auch hier bei mir, rechts. Da muss noch irgendwer sein. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da unten. Halt mal still. So. Das haben wir schon mal tutu kaputo. Jetzt ist da oben noch irgendwas, ne? Ja, warte, ich hüpfe da gerade hoch. Also hier ist keiner mehr, irgendwie. Nee? Wer weiß. Was ich da wieder gesehen haben will. Die spielen schon wieder Verstecken mit uns. Naja, die sind auch sehr klein und hutzlig, ne? Also... Ja. Lumpa Lumpas. So. Am Rad habe ich auch gedreht. Irgendwann müssen wir... Achso. Okay, das war's schon. Also soll ich dir mal was sagen, wenn ich wieder dann in den Spielstand reingehe, dann sind die Türme alle wieder da, die muss ich alle nochmal platt machen. Und das, was ich schon gelootet habe, kann ich nicht mehr looten. Das ist toll, ne? Okay. Ich bin ja auch dafür, dass wir vielleicht ein bisschen in unterschiedliche Richtungen skillen nachher. Weil ich möchte mal testen, wie das ist, wenn wir noch besseres Zeug herstellen können. Ja. Und dafür muss man ja alles bei Herstellung erstmal voll haben, um da noch weiter zu skillen. Ja. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Ja, muss ein bisschen rumlaufen. Gelbe Kiste. Ersatzteile habe ich gefunden und eine Mod. Naja, die habe ich gesucht, die Kiste. Hier sind sie. Bisschen Heilung. Nee, kann ich nicht mehr mitnehmen, alles klar. Ach ja, hier, aber die ist auch nicht so besonders gut. So, gucken wir mal hier. So.
Schön. Und hier in der Nähe ist auch gleich wieder ein Lager, sehe ich gerade. Ja, vielleicht magst du das einfach mal markieren. Ich gucke hier noch mal ein bisschen. Ja, habe ich. Wenn, also falls du die Markierung siehst, ich weiß es nicht. Lila? Doch. Also für mich ist es lila, ne? Okay, alles klar. Ja, dann ist es doch in Ordnung. Ja, bei mir ist die grün, warum auch immer. Ja, meine eigenen sind auch grün. Also. Ach echt? Und ich sehe die auch immer so in lila, pink, so in der Farbe. Magenta. Ist ja faszinierend. Also wir werden hier mit Pollen vollgesprüht, ne? Ja. Dafür überhaupt zwischendurch wieder blau werden, ohne uns zu waschen. Das ist der Wind. So, hier hoch müssen wir, glaube ich, ne? Ja. Boah. Oh, siehst kaum was, ne? Der rote hier Nebel. Kannst gar nicht richtig gucken. Kommst ja vor wie auf dem Mars, weißt du, mit der... Ich meine, um die Äste zu ernten, ist das gut, aber... Ist denn das noch 100 Meter? Okay. Das muss hier oben sein. Wieder bei... Oh, aber scheiße, ich habe wieder was Explodierendes übersehen. Verdammt. Ja, passiert mir auch regelmäßig. Hier oben sind sie doch. Übrigens erwische ich mich jedes Mal wieder, wenn ich den Begrüßungstext aufsage. Ich will das immer 7 Days sagen. Ja, ich merke das immer. du, das ist aber normal. Das ist aber normal, dass das, ne, wenn man das die ganze Zeit gesagt hat, dann muss man da wirklich aufpassen. Genau, und wir waren da ja auch länger drin, ne, also. Hier kann man mit einem sprechen, der sitzt hier in diesem Zelt. Okay. Aber erstmal wollte ich hier an diesem, kleinen Beitragskorb. Ich loote erstmal. Präriewurzel will er haben. Federklingensamen, besser habe ich gefunden, sehr schön. So, hier ist noch jemand zum Einquatschen. Musst du da in der Nähe sein? Nö, es geht auch so. Seltsam. Nö, geht auch so. Ich bin heute am Rückzug des Lachens vorbeigeritten. Doch alle waren weg, als hätte der Wind sie fortgeweht. Weißt du, was ihnen passiert ist? Leider nicht. Ist es die Schuld der Himmelsmenschen? Es gab Kampfspuren, aber kein Metall. Es war etwas anderes. Hoffentlich geht es ihnen gut. Wenn du dahin gehst, sei vorsichtig. Da könnte etwas lauern. Ah, vielleicht wieder so ein extra Biest. Ja, bestimmt wieder so ein wilder Tanator oder wie der heißt. Ja, nicht ganz ungefährlich, die Biester, ne? Nee. Die, also wenn die dich einmal anbeißen oder anfallen, du fliegst erstmal dahin ein paar Meter, weißt du? Brandfrucht und ausgezeichnet. Ja, ich habe so eine Federklingensamen gekriegt, auch in, also in besser, ne? Aber das macht ja nichts. Zweimal sogar, okay. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch was. Achso, das ist voll, das Heilungszeug. Okay, das ist doch gut. Wir haben noch was in der Nähe, Hani, das können wir auch gleich mit lang nehmen. Guck mal, da ist noch so ein Labor. Warte mal, lass mich mal ganz kurz meinen Wegpunkt wegmachen hier, so, zack. Oh ja, ich sehe schon. Das ist auch nicht so weit weg. Nee, das ist da oben. Würde ich sagen, da können wir auch hin. Da hüppeln wir gleich mal hoch. Ja, das machen wir. Was stehst du hier so alleine? Achso, hast deinen Text gesagt, ja. Dann, okay. Dann ja, bleib ruhig. Das Männlein. Das Männlein steht im Walde. Und was ist das hier? Eine Stinkpalme. Ja, eine Stinkpalme. Ich meine, ich habe da noch nicht dran gerochen. Ich kann das nicht beurteilen. Müffelbaum. Das ist gut. Stell dir mal vor, wenn du vorbeiläufst, würde die explodieren und sie macht dann so... Weißt du? Das hätte ich auch gut gefunden. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte es witzig gefunden. Wenn ein Büffel sich dran reibt, dann wird es ein Müffelbüffel. Ja, das ist richtig. Sehr schön. Nur leider sind hier keine Büffel.
Schade eigentlich, ne? Ja. Aber die hätten ja wahrscheinlich bei der Luft eh nicht überlebt. Wahrscheinlich nicht. Mensch, das ist aber ganz schön hoch oben, dass die da noch Luft kriegen, du. Ja, die haben doch sowieso immer ihre Masken auf. Aber ich habe auch mal was gemacht, das werden wir hier auch machen, wenn wir mal abends unterwegs sind, mit dem Ikran ganz da oben. Ich bin auch gleich da. Ich habe noch einen kleinen Abstecher gemacht. Wieso, hast du noch was gefunden? Na, ich habe gedacht, ich kriege noch einen guten Ast, aber nee. Nee, ich glaube, du musst wirklich im richtigen Bereich suchen. Ja, ich glaube, das ist beim, wie heißt das, irgendwas mit, wie hieß das, wo ich da suchen musste? Okay. Ich hab's gefunden. Wie hieß das? Bögen der Feierlichkeit, da war das. So. Achso, erstmal. Hast noch gar nicht aktiviert hier. Nee, ich bin ja auch gerade erst angekommen, deswegen. Ist okay. Bin ich noch nicht so weit. So, den haben wir. Da muss noch einer sein, oder? Ich habe das gerade repariert, das Kabel da. Ach so, okay, jetzt kann ich da oben. Das ist. Und dann brauchen wir nur noch hier. Und einmal da an der Wand. Na, ruft einer an. Nee. Hani, 32% Verschmutzungsgrad. Mensch, da haben wir ja schon. Oh, das ist aber schon. Da haben wir schon was erreicht. Ich glaube, diese Labore zählen dazu. Ja. Ich glaube auch. Oder ist das immer gebietsweise gedacht? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist global. Wir können ja im Widerstandslabor nochmal gucken, gegentesten oder so, aber ich glaube, das ist global. So, hier hinten ist auch irgendwas. Ja, da ist wieder ein Turm, und zwar hier. Warte. Mal drehen. Da hinten, ja. So, 900 Meter, da sprinten wir einfach mal hin, wa? Ja. So, ich wollte gleich rutsche ich den Berg runter. Ich probiere das mal. Ich lege aber jetzt schon mal was ab. Hier die ganzen Mods zumindest erstmal. Später mal noch. Ja, habe ich auch schon gemacht. So. Weil irgendwann proppt ihr das auch, das Inventar voll. Hier diese Früchte in ausgezeichnet. Das packe ich auch mal alles schon weg. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ja. Speerschleuder Herstellungsmaterial. Schaden 124. Riesenheulerknochen. Okay. Das hier ist auch eine Mod. Machen wir auch rein. So, auch noch eine Mod. Mensch, also Mods gibt es ja ganz schön viele, ne? Also. Ja. Wenn du das alles mit dir rumschleppst. So, dann ab geht's. Bloß manche sind ja eben weniger interessant, ne? Ja, es kommt drauf an. Also man könnte auch ein bisschen ausprobieren. Weil Schwachstellenschaden zum Beispiel ist ja nur für Schwachstellen. Da wird der andere Schaden nicht geputscht. Wenn du allerdings ADE-Schaden hochmachst, wird alles geputscht, auch der Schwachstellenschaden. Jetzt, warum kann ich da drauf schießen? Warte. Mann, ey, das geht mir so auf den Sack. Ich hab mal nicht vorhanden. Hanni, ich hab mal auf eine Stinkpalme geschossen. Okay. Stinkst du jetzt? Nee, ich war weit genug weg, aber sie hat Puff gemacht. Vielleicht haben wir ja mal Glück und da stehen ein paar ADE-Leute rum. Ja, die stinken dann. Hörst du sie nur noch? Hanni, machst du da unten schon Action, oder? Nein, ich warte natürlich auf dich. Ich will nur mal gucken,
schon mal die Lage checken hier. Boah, okay. Okay, ich wollte eigentlich mal Ikran rufen, aber ich bin nicht weit genug gefallen, damit ich ihn gekriegt habe. Und ich sehe schon wieder Hubschrauber, ne? Da, wo die eigentlich gar nicht hingehören. Die gehören hier regulär nicht her. Hani ist ja auch schon fast da, ja, ich sehe die schon. Ich sehe dein Pünktchen. Wo meint hier schon wieder, ne? Das sind ja zwei Türme, sieht so aus, ne? Ja. Ja. Und markiert hast du auch schon was, das ist auch gut. Mhm. Seismischer Scanner. Ja. Wenn die scharf genug eingestellt sind, dann kriegen die das sogar mit, wenn einer pupst. Ich könnte hier ein Menschlein erschießen. Ist der auch weit genug von anderen? Nee, da rennt gerade einer hin, scheiße. Jetzt sind hier zwei Menschlein auf einer Ecke und ein Fetti. Wo denn? Hier, weiß ich nicht, kann ich die markieren? Ja, mit dem Steuerkreuz nach unten kannst du die markieren, wenn du drauf zielst. Genau, da und da. Guck, jetzt hier sind zwei auf einer Ecke. Okay. Welchen möchtest du? Ich nehme den rechten. Welcher ist der rechte? Also den, den du jetzt zum Schluss markiert hast, ja? Nee, den anderen hab ich. Also die markierten nimmst du. Okay. Dann sag Bescheid, wann. Ja, los. Ja, ich bin soweit, hab voll gespannt und voll frei. Aha. Wieso macht er denn nichts? Jetzt. Okay, okay, der Mac hat uns gesehen, beziehungsweise Scheiße. Mitgekriegt. Das, was passiert ist, der Mac ist weg. Der liegt jetzt um auf Haya. So, der im Zelt ist auch. Da ist noch irgendeiner. Zeig dich doch mal. Okay, der Mac lauf doch nicht weg, Fetti. Oh, das ist ja ein ganz fetter. Der ist aber fast weg, Hani. Oha. War aber knapp jetzt gerade. Ja, ich habe mir noch einen Speer gemacht, einen besseren. Heute. Vormittag. Weil der andere war wirklich nicht gut. Der war absolut nicht. Oh scheiße, ich komm, Jamie. Ja, alles gut. Ich glaube, sind nur noch Menschen. Muss bloß ein bisschen aufpassen, weil die ein bisschen flinker unterwegs sind. Ja, das, ich komme angeschlichen. Das keine. Kleine Gewürm da. Ah, scheiße, da ist er schon, der kleine Gewürm. Ja, ja, siehst du. Menschenskinder. Waren sogar weg zwei irgendwie. Aber okay. Alles klar. Ja, mir fehlt das so ein bisschen die Geschwindigkeit beim Bogenspannen, ne? Ja. Da bin ich ganz ehrlich. Aber da kann man was gegen tun, das weiß ich auch. Ja, leveln. Nein. Nee. Anderen Bogen herstellen. Ja, das auch. 20% Zielgeschwindigkeit kann man da rauskriegen. Finde ich grundsätzlich erstmal gut. So, was haben wir denn hier? Was muss denn hier gemacht werden? Ach so. Erstmal wird die Kabel hier durchgerissen. Mein Gott, wir sind ja wie He-Man. Das ist ja faszinierend. So. Und jetzt? Kann ich einen Schalter ziehen? Okay, machen wir mal. Oh, ich habe gar keine Pfeile mehr. Ich wollte gerade ins Loch schießen. Geh mal auf. Okay. Und da oben ist noch irgendwas, ne? Na klar, da ist noch irgendwas. So, einen habe ich kaputt gemacht. Ach, da oben ist noch ein Schalter. Warte mal, wir müssen hier hoch. Ja, bei einem war ich schon oben. Der hat schon Puff gemacht. Warte. Jetzt geh ich mal da hoch. Ja. Und unbedingt mal hier hochklettern. Okay. Kannst du die dicken Kabel nehmen und da rumlaufen? Ja, genau. Supi. So. Boah. Okay, da brauchten wir nichts weiter machen. Okay. Nee. Bei dem anderen musste ich wieder auf die Klappe schießen. Ja, ich habe auch auf eine Klappe geschossen, aber warum die schon vorher aufging, weiß ich aber auch nicht. Hm.
schön. Wieder ein Teil von Pandora zurückerobert. Ja, hervorragend. Ich glaube, Winnie ist da gerade Ferrero-Küsschen. Nein, gestern nicht. Ich bin das. Ach, du bist das. Ich dachte, Winnie. Nee, ich esse gerade das günstige, ja, was sagt man, Pendant zu Bueno. Gibt's im Aldi, nennt sich Milchjumbo oder so. Oh ja, die schmecken gut. Das stimmt. Das ist im Grunde das Zeug, nur das anders heißt. Ja, nicht ganz. Das sieht man aber auch an Verarbeitung. Ja, aber trotzdem, viel Unterschied ist da nicht. Glaub mir das. Ja, so geschmacklich ist tatsächlich sehr ähnlich. Hier sind Ersatzteile. Wie sieht's mit dem Bogen aus? Mhm. Pfeile herstellen. So. Da in diesem einen Ding ist noch eine Mod drin, ne? In dem einen, ich weiß nicht, wie man das nennt, da, diesen Container da, oder was das da ist. Ja, ich laufe sowieso noch mal rum. Ja, aber noch ein paar Pfeile herstellen, da kann ich gleich ein bisschen Gekröse wieder einsammeln hier. Habe ich nicht sogar die Mod schon? Hier unten aus dem Ding hast du die Mod schon? Achso. Ach, die gelbe Kiste, ja, doch habe ich. Okay. Sehr gut. Ah, hier ist wieder, hier in der Nähe ist auch wieder ein Feldlabor. Ein Feldlabor da unten. Hm. Das da. Ja, nehmen wir mit lang. Dann lass uns mal dahin. Jo. Oha, okay. Oh Gott. Was schreit die denn so? Ich hab's doch noch abgestoppt, Mann. Ah. Er brüllt die hier wieder rum, weißt du. Seid ihr hier oben? Oh, meine Güte. Oh nee, sag bloß nicht. Ich muss da jetzt hoch. Ich hau gleich mit meinen Kran ab. Ich höre aber irgendwas, Honey. Überraschung, ja. Ihr spielt mal mit den Tiere. Und ich mach euch dann alle. Warte mal, ich muss nochmal meinen Ikran rufen. Ich bin hier verkehrt gelaufen. Ja, ist okay. Ja, die Tiere helfen uns. Allerdings glaube ich nicht, dass die abhauen. So, dann landen wir mal hier. Wo steckst denn du? Na, shit. Ich bin hier hinten. Ja, und was treibst du da? Ja, da war wieder so ein Gewürm. Achso. Die habe ich unterwegs gefunden. Ich wollte eigentlich mit meinem Ikran rüber zum Labor. Und dann habe ich Schüsse gehört und habe gedacht, da werde ich mal nachgucken. Also sind sie schon weg. Die sind schon weg, ja. Die haben mit Tieren gekämpft. Ich habe die Tiere mal so ein bisschen unterstützt. Das ist sehr schön. So, was gibt's hier noch Einsammelbares? Was ist das hier? Ja, ich komme gerade mal zu dir gesicherter, gelaufen. Hani, hier ist ein gesicherter Container. Ich glaube, den kann man hacken und da könnte eine Waffe drin sein. Ich bin gleich da. Oh ja, das war jetzt super schwer, ne, Leute, oder? So was Leichtes habe ich bisher noch nicht gesehen. So. Nee, Guerilla-Knochenschützer. Knochenschützer habe ich gekriegt. Schrotflintenmod. Hier ist auch noch was. Durchsuche Behälter mit Ersatzteile. Den musste ich zweimal untersuchen, damit ich es kriege. Okay. Sammeln zerstört. Ja, da haben die mit normalen Waffen aufgeschossen. Ja. Ach nee. Was machen die bloß? Sarah, die werden noch dran glauben müssen. Die alten Schweine, die. Ja. Vor allen Dingen Hildegard. Ich wollte es gerade sagen. Ich kenne gar keine Hildegard. Ah.
So, hier haben wir wieder die Station. Ach, diesmal, warte mal, geht das von hier unten auf? Ja, kann man auch von unten hacken. Ach, warte mal, ich muss das erstmal reparieren hier. Sehr schön. So, dann gucken wir mal gleich hier auf den Tacho. 33%. Okay. So, hier hinten ist. Da waren 32. Mhm. Wir haben aber inzwischen wieder einen Turm platt gemacht und dieses eine Ding hier aufgedeckt, ne? Also. Ja. So, hier könnte man jetzt auch kochen und so. Hier oben ist noch die Kreisfähigkeit, die Ahnenfähigkeit über uns hier. Okay. Ja, weiß ich nicht, die holen wir uns gleich, oder? Na, wenn wir schon mal hier sind, wäre ja Quatsch, wenn wir das nicht machen würden, oder? Ja. Ich muss nur gucken, wo ich meinen Ikran abgeparkt habe, der muss hier auch irgendwo rumschwirren. Meinen habe ich jetzt nochmal gerufen? Ja, ich glaube, ich mache das nur nochmal, ich weiß nicht, wo meiner ist. Schön, dich zu sehen, Amai. Storm, komm mal her hier, mein Jung. Aber du bist bestimmt ein Mädchen, ne? Stormyline? So, wo war die nochmal? Na, ich habe eine Markierung gesetzt. Ja, da oben ist sie. Flieg! Sarento-Gründe sagt er. Das ist wieder eine Höhle, oder? Ja, das könnte möglich sein. Ich flieg erstmal nach ganz oben, oder wo bist du? Ich habe hier was genommen, dass er aus, als könnte das ein Höhleneingang sein, ist aber tatsächlich nicht so. Nee, die sind hier gut versteckt. Also als ich mir die geholt habe in meinem eigenen Spielstand, meinem privaten, da habe ich, glaube ich, mich hier dumm und dusselig gesucht. Echt? So. Und das ist nicht hier oben. Hier muss irgendwo ein Eingang sein. Geh mal denselben Weg. Ah, hier, warte mal. Hier, ich habe was gefunden. Hier parke ich schon mal meinen Ikran. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Hier ist der Ausgang. Den habe ich schon mal gefunden. Wieder. Den habe ich nämlich das letzte Mal auch gefunden, den Ausgang, aber die jetzt muss ich nur noch den Eingang finden. Oder was ist das hier? Auch nicht. Nee, das ist ein Loch. Also den Ausgang habe ich schon. Da habe ich meine Stormy Line geparkt. Ich hoffe, die ist noch da. Natürlich ist die weggeflogen. Also ich weiß gar nicht, wo du bist. Wahrscheinlich war alles. Warte. Ich bin hier. Gucken Sie. Auf der anderen Seite vom Herr Ilsen hier. Hier ist jedenfalls der Ausgang, hier kommen wir nicht rein. Hier ist wieder so ein Blatt, was man befummeln muss. Und der Eingang ist, lassen Sie mich lügen. Oh Gott, ist das tief. Ich glaube, der ist weiter tiefer, glaube ich noch. Ich hüpfe mal hier runter. Ikran-Ausrüstungskorb, okay, das klingt schon mal nett. Nehmen wir. Ja, den muss ich mir auch noch holen. Den muss ich unbedingt haben. Der ist ja. Ich will da. Ich will, dass Storm hübsch ist. Schwemmi, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden, oder? Gott, meine Hände schwitzen hier schon wieder, ich weiß gar nicht warum. Passiert ja, hier nichts. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Ich glaube, hier ist er. Ich weiß gar nicht, wo du runtergegangen bist. Das ist ja egal, pass mal auf, ich mache mal eine Markierung hier, so, bitteschön. An der Seite? Okay. Oh, habe ich hier damals gesucht. Ich sage, diesen Ausgang habe ich immer wieder gefunden. Daher habe ich den Ikran da abgeparkt und bin dann nochmal weiter runtergegangen und dann habe ich das hier gefunden. Und da wusste ich, aha, alles klar. Hier ist mein Ikran, okay. Und dann ist noch meine hier. Markierung ist weg. Soll ich die nochmal setzen? Ja, mach mal. Kannst du nicht Feuerzeichen anmachen? Du, ich kann hier auch was in Brand stecken, wenn du willst. Das ist mir auch egal. Was war das? Achso. Da wollte mich gerade wieder was anspucken. Hanni ist doch gar nicht so weit weg. Ich bin hier unten. Hier.
shit. Ich sterb doch, wenn ich da runterhänge, oder was? Nein, ich bin da auch runtergehopst. Ich bin aber schon quasi ganz oben. Kannst du dich nicht... Wow. Kannst du keine Schnellreise zu mir machen? Ich bin jetzt schon unten. So, okay. Oh, geil, das sieht so... Oh, Winnie, du musst unbedingt so eine Beleuchtung hier bei mir ins hier ins Wohnzimmer... Oh. Bei dir ins Wohnzimmer hat mir gefallen. Na ja. Oh, ist das schön. Ich finde das so toll, ne? Ja, warte, ich mach zwei, warte, nicht bewegen. Moment. Weil bei dem einen habe ich jetzt eins gemacht, da ist Hani mit drauf. Ja, ich bin ja schon weggegangen. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, er soll warten. So kann es weitergehen. Genau, in Zukunft machen wir das so, wenn ich ein schönes Bildchen sehe, bleibe ich einfach stehen und du sagst okay und dann können wir weitermachen. Ba? Das haben wir doch gestern so auch gemacht, oder nicht? Sowas in der Richtung. Oh, ist das schön hier, ey. Ist das geil. Das sieht irgendwie aus wie Muscheln hier, ne? Oder Pilze. Das ist echt schön. Ist ja auch nachts. Ich mag ja sowieso nachts Pink. Nachts leuchtet das noch mehr, ne? Ja, finde ich auch. Also es ist echt schön. Ach, da hinten so, ich bin schon mal da. Ich warte auf dich. Au, ich hab mir gerade den Kopf gestoßen. So, und einmal antüdeln. Oha, im Radius von 45 Metern, das ist aber cool. 75, aber ist nicht wenig. Meine ich ja. Ja. Was habe ich gesagt? 45. Oh Gott. Okay, das ist doch gut. Und zwei Skillpunkte, das ist sehr gut. Oh, das ist echt schön hier in dieser Höhle, ne? Ich finde das wirklich, wirklich schön. So, und so. Hier ist irgendwo der Ausgang. Hani, hier unten ist aber noch irgendwas, ein Glockenzweig und hier ist noch was zum Einsammeln. Ja, stimmt. Da hast du recht. Ein Krakenfisch. Was für den Ikran? Na, aber meiner, der ist... Warte mal, wo... Oh Gott. Wäh! Bin ins Wasser geplumpst. Können wir nicht tauchen dahin, wo ich hin will, hier zu dem? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, glaub nicht. Jetzt bin ich extra wieder reingesprungen, also wirklich. Ich will mich, ey. So, wo müssen wir denn jetzt... Ich glaube, hier müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, hier müssen wir durch, also den Gang wieder zurück. Da ist noch was? Unten ist noch was hier. Warte. Was siehst du denn da? Da unten war ein Körbchen, da konnte ich noch was einsammeln. Und weiter unten. Und noch weiter unten hatte ich gesehen, Glockenzweig. Ach so. Deswegen haben wir ja diese Sicht schon wieder. Au, schon wieder. Hast du schon den Kopf gestoßen? Ja, ich habe mir schon wieder den Kopf gestoßen. Ich wollte schon wieder springen, wo ich nicht springen sollte. So, hier können wir ja raus, aber. Ich glaube, wir können ja auch noch weiter runter. Ja, wie ist er doch? Da, siehst du? Na denn, einmal anfingern. Zack. Also gehen wir jetzt hier auch wieder raus. Also gehen wir nicht da oben raus. Wäre ja Quatsch. Geht's auch hier unten raus, ja? Na, hast du nicht gesagt, hier war der Eingang? Der Ausgang, hat er gesagt. Nee, der Ausgang ist oben, wo der Dings ist. Die Blume da. Also ich habe hier noch einen Ausgang. Wo denn? Hier. Ich bin schon wieder völlig verwirrt hier unten. Ich glaube, hier sind wir auch reingekommen. Ja, das meine ich doch. Der Ausgang ist da oben, wo wir die Blume betätschelt haben. Oder beschwänzelt. Echt? Ich weiß nicht, warum wir denn da oben raus sind. Ach, wozu? Ey, müsst du... ist egal. Ist auch nichts. Ja.
Aber hier oben kriegen wir diese Wolkenspuckersamen, die wir brauchen für das Wandgemälde, glaube ich. Ach, das sind doch Namen, ne? Wolkenspuckersamen. Muss mal gucken, wo die sind. Und wann öffnen die sich hier? Gar nicht, oder was? Hier ist ein Ei. Hier oben haben wir auch noch was. Ach ja, das Ikran-Ding, ne? Ich weiß noch nicht, wir gucken mal. Wird ja auch so markiert, ne? Ich muss mal Storm rufen. Ja, machen wir auch. Und ich sehe da hinten gerade noch ein Ikran rumfliegen. Ach, das ist deiner, okay. Ich flieg mal hier hoch. Ja, ja, macht's mal. Ja, ja. So, wo ist denn hier das Körbchen? Ja, ja. Ist das hier oben? Ja. Ich glaube, hier ist das. Lande mal ganz kurz, bitte. Das ist schon wieder so eine neue Basis, ne? Du hast den Ikran-Dings schon, ne? Was den Ikran? Achso, den Ikran-Korb, ja. Warte mal, da ziehe ich Storm auch gleich an. Dann ist sie besonders hübsch. Komm mal her, oh ja, wundervoll. Ja. Eine ganz hübsche. So, und hier oben, noch weiter oben, ist wieder ein Glockenzweig. Ach, Stormyline. Wie sitzt du denn hier schon wieder? Ich habe dich wieder echt super abgeparkt. Das warte mal, Schwemmi, ich komme zu dir. Mhm. Warte. Moment, ich habe gerade noch ein anderes gemacht. Sekunde. Hast du das markiert, Marcel? Du könntest zu mir porten oder gucken, wo ich bin. Jo. Ja, ich bin gerade mit dem Ikran. Warte mal, geht das, wenn ich auf dem Ikran bin? Ansonsten mache ich so. Warte. Dann dürftest du ja meine Markierung sehen. Nee, ich habe Schnellreise gemacht. Okay. Schön. Was ist hier unten? Achso, das ist dieses Lager wieder. Okay. Okay. Hier ist noch eine etwas größere Basis. Wer weiß, wie viel. Na, eine ist ja für die Geschichte, aber guck mal. Hier unten ist noch was. Das kann ich jetzt nicht markieren, weil das questmäßig. Da. Warte. Da ist die eine Quest hier. Rückzug des Lachens. Ja, meins zieht sich manchmal auch zurück. Ja, wollen wir das machen? Ja, wenn wir schon da sind, dann machen wir das noch, oder? Müssen wir bloß runter. Und dann mal gucken, was wir da finden. Wir dürfen sowieso Detektiv spielen. Denke ich. Warte mal. Oh, hier oben verbrennt sie wieder die Füße an, diese komischen Dinger. Hm. Aua! So. Und jetzt? Oh, hier überall die. Hani, hier überall die Batman-Pads. Siehst du das? Ja, ich weiß. Ich muss aufpassen, Leute, dass er mich nicht irgendwo hinschießt hier. Wow, was schon gerade passiert ist. Sehr gut. So, ich bin gerade auf dem Weg zu diesem Lager. Ja, ja, ich will da auch hin, aber ich muss erstmal gucken mit meinem Ikran hier. Ganz sachte im Anflug, keine Gegner zu sehen. Mit Stormyline. Juhu, da unten. Yay. Kein Dreck, keine RDA, aber niemand ist da. Wer oder was hat sie attackiert? Alter, das sieht hier aus, ne? Hier müssen wir die Quest mal annehmen, ne? Ich hab schon. Hier ist was, Untersuchung starten. Heißt denn, hier sieht falsch aus. Ist denn hier noch irgendwas? Hier ist noch was. Ich denke nicht, sagt sie. Gut.
Hier ist auch noch was. Hier, warte. Vielleicht hat ein Sturmgleiter das Lager attackiert, nicht die RDA. Ach, ich weiß, was das ist. So, dann machen wir mal hier noch den hier. Vielleicht später. Ach so, vielleicht später, gut. Hast du gerade was markiert? Na, das, wo du dran warst, ne? Jemand ist entkommen, aber sein Reittier ist verendet. Was ist das im Hintergrund? Griff alle an. Ja, bei Winnie, wo sonst? Sie versuchten zu fliehen. War er auf der Jagd? Ich muss Spuren suchen. Spuren suchen. Spuren. Ich habe zwei Ikrane gefunden. Ja, sorry, ist gerade was los. Ich hab's gefunden. Wir müssen fliegen, glaube ich, Schwemmi. Echt? Ja. Ach so, da, okay. Ja. Dem fliegt mal dem Duft hinterher, oder was das ist. Da muss man auch einen speziellen Bogen, glaube ich, für herstellen. Aber muss man nicht unbedingt. Ich sehe noch nicht mal mehr die Markierung jetzt. Ja. Das ist ja nicht vielleicht wahr. Ist ja nicht wahr. Hä, Honey? Ja, ja. Hier. Werden. Ach so, wenn wir weiter fliegen. Storm? Wo geht's denn hier weiter? Hat das jetzt hier aufgehört oder? Nee, hoch. Ach nee, noch weiter höher, ach du Scheiße. Mhm. Hat es das Storm jetzt angezogen eigentlich? Ja. Ja, ja. Storm ist jetzt hübsch. Ja, sorry, ich konnte mich vorhin nicht schnell genug muten. Das ging nicht sofort. Durchsuche das Nest des Sturmgleiters. Wo ist denn das? Ja, frag mich mal was leichteres. Ach, hier. Die Spur führt bloß nach hier oben. Wo ist Hildegard? Hier. Nein, Hildegard ist die andere. Nee, warte mal, wo ist denn das? Da, da, jetzt sehe ich die Questmarkierung. Ach ja, tatsächlich, ich bin auf den falschen abgestiegen. Rostige Platten. Ach, jetzt muss ich doch wieder hoch. Was machen die denn hier? Die Mutter wurde ausgeschaltet. Da, mein Gott. Was auch immer es war, es hat die Mutter verjagt. Oder und landen bitte. Aber Metallplatten? Warum? Keine Spur von der RDA. Kein Absturz. Könnte der Sturmgleiter sie hergeschleppt haben? Ich sollte Priya fragen. Hey, Priya, du kennst dich doch mit Sturmgleitern aus, oder? Ich bin's. Priya ist in einem Feldlabor. Woher das Interesse an Sturmgleitern? Bin gerade einem Weibchen beim Rückzug des Lachens entkommen. Die war brutal. Ich habe ihr Nest gefunden. Sie war nicht gerade erfreut. Sie sind territoriale Tiere. Ganze Familien sind aus Lagern
Lagern beim Rückzug des Lachens weggezogen. Vielleicht haben Priya oder Alexander ja etwas gehört. Komm ins HQ, dann können wir der Sache gemeinsam nachgehen. Hoffentlich weiß ich bis dahin etwas Neues. Ja, das können wir noch nicht machen, das ist, glaube ich, ab Level 15. Schade, aber ja, okay. Ja, der schwarze Wind ist Level 15. Da gab es jetzt auch Ersatzteile, auch nett. Wo ist denn meine jetzt schon wieder hin? Stormyline! Da! Das ist dein Ikran. Ja. Pink. Wo mit wollen wir denn jetzt hin? Hast du gesehen, Shammy? Die hatte, glaube ich, ein Häubchen auf. Ein Häubchen. Ja, ich hab hier so ein... Warum hast du da jetzt gelacht? Was für ein Bild hattest du gerade im Kopf? Immer wieder diese Verniedlichung überall, ne? Du, hier unten ist noch ein Lager. Bei den... Hier, falls du meine Markierung siehst. Da hinten? Ich würde sagen, wir decken erstmal hier unten auf. Da ist ja auch noch ein bisschen was. Wir können auch ein bisschen Action machen. Oh, guck mal, hier oben ist auch noch was. Warte mal, du hast eine Markierung gesetzt? Okay, gut. Ganz kommen dir hinterher. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Das geht echt hoch hinaus. Da hinten, ne? Auf dem Berg meinst du, ne? Mhm. Das dürfte ein Ikran-Korb sein, nehme ich ganz stark an. Oh Mann, man sieht bald nichts mehr, ne? Nee. Sehr nebulös. Ja. Boah, ich sehe gar nichts. Boah. Oh Mann, okay, ich muss noch höher. Ja, da klettern wir mal hoch. Ja. Ich flieg der Sonne entgegen, glaube ich. Oder komme ich da hoch? Nee, natürlich nicht. Stormyline! Ich sehe schon, wo es ist. Okay, ich glaube, ich kann hier landen. Wow, okay. Ich bin schon mal nicht gestorben. Ikran-Ausrüstungskorb. Also hier oben angekommen ist das Wetter schön. da oben ist die Blume. Warte. Ich komme auch hoch. Los, Olga. Oder Elanai oder wie ist das denn? Mayantu? Mayantu. Hier, ich schick dir mal eine Markierung. Ja, ich bin auf dem Weg. Bisschen höher musst du noch. Ich komme das Bäumli hier gerade hoch. Alter, ist das hier eine Suppe. Aber hier drauf geht's, ne? Ja, jetzt wo ich vom Baum runter bin, ja. Genau. So ein Ei. Da ist ein Ikran-Korb noch. Da auf der Ecke, wo ich es gerade markiert habe. Oh, das ist gut, den ziehe ich gleich an hier. Also, war? Und was ist hier noch? Eine Pflanze? Ja. Ach, da oben, oh. Da gibt es wieder eine Ahnenfertigkeit. Ja, ich komm. Gleich mal beschwänzeln. Schwingensturm. Okay. Bei Land führt dein Ikran Schwingensturm aus, wie Feinde im Radius von 30 Metern um die Landestelle Schaden zufügt und sie desorientiert. Oh, okay. Geil. Oh, Schwemmi, das müssen wir unbedingt testen. Ja, das ist doch gleich so eine Basis, nehme an. Nee, hier so eine kleine Sache, so was wie hier. In so einer großen Basis würde ich das nicht machen. Genau, da wird der Ikran eher weggeschossen. Aber wir haben doch hier so einen kleinen Turm da unten. Guck mal. Den können wir doch zum Testen nehmen. Meinte ich doch. Ja, also. Ey, die Aussicht ist so geil hier oben, ne? So, Alter, Vater, ey, Schwemmi, guck mal. Da oben, ja. Und man kann tatsächlich noch höher fliegen. Wie die Wolken dir entgegenkommen hier, ne? Ich muss mal unbedingt auf diesen Baum hier, warte mal, komme ich hier hoch?
Ich will unbedingt von hier oben mal runter gucken. Oh. So, von dieser Seite geht's hier hoch. Warum ist da unten alles rot? Was geht denn da jetzt ab? Oh, hier ist wieder neblig. Okay. Bist du schon wieder abgehauen? Nee, nee, ich bin noch hier oben. Ah, jetzt. Jetzt verdimmelt mir das Spiel die Sicht. Oh. Ich werde mal noch ein Ei mitnehmen. Ja, genau. Hau mal was in eine Pfanne, ne? Guck mal, das sieht doch gut aus. Warte. Tadellos und trocken. Ja. Kannst weitermachen. Da. Storm habe ich ja wieder richtig gut abgeparkt, da. Stormyline! Wow. Ich bin runtergefallen, was? Stormyline. Komm mal, komm mal, komm mal hier zu mir. Komm mal, ich bin runtergefallen. Das ist, das ist auch schon ein schönes Schnapsspiel, ne? Wenn mein Hahn hier runterfällt, ein Trinken. Nee. Ich weiß was Besseres. Fangespiel in Dying Light 2. Was heißt denn hier Fangespiel? Sag mal, Schwemmi, wo bist du? Hast du eine Markierung gesetzt? Nee, ich war oben auf dem Baum. Ich habe mir noch ein bisschen umgeguckt und ich habe eine Markierung gesetzt, ja. Was, 6 Kilometer oder 1 Kilometer? 1 Kilometer. Oh, ist das schön hier oben, ey. Herrlich. Und jetzt mit Sturzflug darunter. Wow. Rinne so ein Lager, wieso hast du 5,6 Kilometer war deine alte Markierung, guck ne? Mal, Shammy, guck mal hier unten, was hier ist. Ich sehe nichts mehr. zwei Hubschrauber und so ein anderes Ding. Hubschrauber und so ein anderes Ding, ich sehe das nicht wegen dem Nebel. Kannst du während des Fluges SharePlay neu machen? Ich denke schon. Oh, warte, die haben mich gesehen. Ich beende das denn jetzt kurz mal manuell, Moment. Okay. Weil wenn der Highlife kommt, dann möchte ich das gerne sehen. Warte mal, ich muss mal meine Markierung wegmachen, die irritiert mich. Mhm. Dann laufen wir der nachher hinterher und wundern uns, wo gelandet sind. So. Ja, passiert. Jetzt ja. Kannst du. So, SharePlay. Jetzt ich sehe meine gar nicht. Ober. Ach da. Gut. So, rausgeschickt habe ich's. Hast du gefunden? Ich würde nämlich gerne das Ding hier noch platt machen vorher. Ah, ich habe sie gefunden, ja. So, der das eine. Interessiert die gar nicht, dass ich hier bin. Der eine Hubschrauber ist schon weg. Glaube ich zumindest. Na doch, jetzt interessiert die, dass der eine hat geschossen. Ne? Ja, der schießt mich gerade an. Nicht mehr lange. Ey Kumpel, so wurde das aber nicht gedacht. So, weg jetzt steige ich erstmal auf den Ikran. Hey, hat mich irgendwas beschossen hier? Ach, der Penner da hinten. Runter mit dir. Genau. Ja, ich habe mich schon gewundert eben. Oh, schön. Ich kann ihm zugucken, wie der einen Sturzflug macht. Und ja, ne? Herrlich. Wumm. Das sieht echt toll aus. Und gleich Krach. So. So, deine Markierung ist nochmal da hinten. Ach, hier unten ist das. So, komm, dann rache mir jetzt mal da rein. Was müssen wir nochmal drücken? Was war das, Schwemmi? R3? R3, glaube ich.